Im Jahre unseres Herrn, 1239, bin ich, Andreas von Velven, in die östlichen Länder aufgebrochen. Meine Mission war es, unerkannt zu beobachten. Es zog den Orden zu den weiten Gebieten von der Baltischen See bis zum Uralgebirge, dem Fürstentum von Nowgorod. Durch die Errichtung der Herrschaft des Ordens über Nowgorod wollten wir in diesen entlegenen und wilden Gebieten Fuß fassen. Ein Ritter gegen eine ganze Horde Räuber. Er ist keiner von uns, mein Fürst. Wäre besser, wenn wir uns da raushalten. Ihr habt doch nicht etwa Angst? Nein, ich meine nur, die Banditen sind sehr zahlreich und dieser Ritter ist keiner von uns. Wirklich, er schlägt sich wacker. Wenn wir ihm nicht helfen, werden sie ihn abschlachten. Wir greifen also ein? Offiziell nicht. Alexander Jaroslawitsch, ihr seid noch nicht verletzt? Meine Güte,
Man darf euch nicht eine Minute aus den Augen lassen. Ich habe Durst. Sagt mir, wer ihr seid, Ritter. Wo kommt ihr her? Ich denke, ihr werdet mich nicht kennen. Andreas von Velven. Ich habe schon sehr viel von euch gehört, Fürst Alexander. Deswegen freue ich mich, euch zu treffen. Und was redet man so? Ihr seid ein außergewöhnlicher Fürst, sagen die Leute. Und weise für euer Alter, deswegen wurde ich neugierig. Wie die Königin von Saba auf Salomon, ja? Nun, ihr habt mich gefunden, wo ist Radmir? Radmir wurde leicht verwundet, Fürst. Na, alter Freund, ihr lebt ja noch. In der Tat, sein Kopf ist völlig zerschmettert. Wolltest du nicht nach Toropes wegen der Hochzeit? Ja, das will ich immer noch. Ein paar Tage Ruhe, dann bin ich soweit. Ich zähle auf dich. Ich höre schon die Glocken, Leute. Alexander. Die Schlacht an der Neva. Nun, Ritter, wie geht es euch? Schon besser? Ach, es war nur ein Kratzer. Ich bin außerordentlich dankbar für eure Hilfe, mein Fürst. Ich war überrascht, dass ihr es wagtet, euch mit so wenigen Männern für einen Fremden einzusetzen. Wieso überrascht euch das? Ich weiß, auch bei euch Rittern ist es Brauch, den Bedrängten solche Hilfe nicht zu verweigern. Oder traut ihr uns diese Haltung nicht zu? Nicht doch. Ich habe mich jetzt überzeugt, dass der Herrscher des Fürstentums Novgorod wirklich, wie meine Waffenbrüder, von edler Gesinnung ist und sie an Tapferkeit übertrifft. Es betrübt mich nur, dass es nötig war, so viele Menschen zu töten. Räuber mit Verlaub und Unwerte. Unwerte? Es waren doch vor allem Menschen. Menschenritter, auch wenn nicht von Adel. Nun, einen Trost habe ich wenigstens. Du bist gesegnet, wenn du dein Leben für deine Brüder gibst. Genug davon. Wie könnte ich euch noch zu Diensten sein? Ich kann mich leider nicht gebührend bedanken, mein Fürst. Alle meine Geschenke für euch wurden von den Räubern gestohlen. Ich kann euch jedoch versichern, auf meinen Reisen werde ich jedem erzählen, dass mir so manche Fürsten begegnet sind, die allerdings allesamt nicht im Entferntesten an Weisheit und Würde dem Herrscher von Novgorod in irgendeiner Weise das Wasser reichen können. Ich habe auf meinen Reisen niemanden gesehen, der so tugendhaft war wie Alexander Jaroslawitsch. Gut, denn. Solange eure Verwundung nicht ausgeheilt ist, seid ihr mein Gast. Ihr sollt alles bekommen, was ihr nötig habt. Was sagt ihr, Voivode? Vielleicht könnt ihr euch ja noch erinnern, mein Fürst. Ist schon eine Weile her. Euer Erzieher, Freda Danilowitsch, und ich gingen einst mit euch in den Wald. Wir haben damals einen Luchs gesehen. Der jagte einen Auerhahn. Er schlich sich an, während er schnurrte. Er singt mein Loblied, während er mir näher zu kommen versucht. Behaltet ihn im Auge. Ich weiß, dass ihr sowohl den Glauben des Ordens teilt, als auch seine Regeln respektiert. Wir sind uns auch einig in der Überzeugung, nur im Schoße der einzig wahren Kirche Schutz zu finden. Ihr müsst jedoch eure Ergebenheit gegenüber dem Orden durch Taten beweisen. Wir erwarten eure Befehle, Herr. Sagt mir, was ihr braucht. Die Zeit ist knapp. Unser Leben ist in Gefahr. Das Wichtigste wäre die Anfertigung einer Karte von der Neva.
Alle Gefahrenstellen, von denen ihr wisst, müssen markiert sein. Stromschnellen und Tiefen. Alles. Und nicht zu vergessen. Markiert den günstigsten Platz zum Anlegen. Das wird nicht ganz so einfach. Wir brauchen etwas Zeit. Aber wir versuchen es. Aber sagt, wenn ihr solch eine Karte benötigt, sind wohl Besucher zu erwarten. Wann sollten wir denn ungefähr damit rechnen? Schon bald? Ihr werdet es schon erfahren. Hier wäre noch das vereinbarte Zeichen. Aber Novgorod sollte zur Kapitulation bereit sein. Stellt die Leute darauf ein. Wenn wir es zu einem guten Ende gebracht haben werden, wird der Orden einen geeigneten Fürsten einsetzen. Das wird niemals sein. Wir wollen unseren eigenen Fürsten von russischem Blut. Ja, er muss russischer Abstammung sein. Es muss einer von uns sein. So sei es. Wir werden einen Fürsten finden. Von russischem Blute. Dann, Herr Ritter, ist es abgemacht. Abgemacht. Cornelius? Ihr seid doch da, um Gottes Willen. Ich bin hier! Werdet ihr tun, was man von euch verlangt? Fass mal mit an. Ich mach das Tor auf. Ritter ist fort, mein Fürst. Spurlos verschwunden. Misha, Misha. Sava! Ihr habt gerufen, mein Fürst. Sag uns doch bitte, wohin der Ritter Andreas verschwunden ist. Das habe ich euch schon erzählt. Dann sagt ihr es nochmal. Misha würde es auch gern hören. Nun, er ging zur Waffenkammer und ist dort 3 Stunden geblieben. Kurz darauf ging der Schmied weg, und zwar zum Bojaren Roman. Von dort wurden viele Boten in die Stadt geschickt. Wir konnten ihnen nicht folgen. Was hat der Ritter gemacht? Wie ihr wisst, ist die Waffenkammer neben einem Turm gelegen. Ich hörte, dort sei der Eingang zu einem Tunnel, der nur sehr wenigen bekannt ist. Dieser Tunnel soll viele Ausgänge haben. Einen am Marktplatz und einer führt in die Kirche. Hm. Hinter der Stadtmauer soll es auch einen geben. Hm. Wie dem auch sei, wir werden das Geheimnis schon lüften. Ein Ausgang des Tunnels mündet sogar in meinem Keller. Darf ich das als Einladung in euer Haus verstehen? Also, von hier aus führt ein Gang zur Waffenkammer, wenn ich nicht irre. Oh, seht euch all diese Spuren an. Ja, der Ritter war hier. Und einige unserer verehrten Bojaren waren auch hier. Es
Es wäre das Einfachste, den Schmied zu suchen und die Wahrheit aus ihm herauszuprügeln. Nein, jetzt noch nicht. Ich bin sicher, dass der nicht viel weiß. Selbst wenn er auf dem Bojaren Rom anzeigen sollte. Wir wissen schon ziemlich lange, dass er ein ehrloser Aufrührer ist und Geschäfte mit den Schweden und den Deutschen macht. An den Galgen mit ihm, das sage ich seit Jahren. Ja, aber in Novgorod herrschen Recht und Gesetz. Ja, leider. Das ist nicht so einfach. Und außerdem, Fürst, der Bojar steht sich gut mit dem Bürgermeister und bei den anderen Bojaren ist er hoch angesehen. Von Welven führt was im Schilde. Was befiehlt ihr, Fürst? Lass die Bojar nicht aus den Augen. Und Herr Ritter, mein Fürst? Sagt ihm Folgendes. Ich ordne an, dass er uns verlässt. Seine Wunde ist schon fast verheilt, er hat sich gut erholt. Ihr begleitet ihn bis zur Grenze. Ihr solltet dafür sorgen, dass er auf keinen Fall Umwege macht. Nehmt dieses Geschenk vom Fürsten an, Prinzessin. Sagt mir, wo er ist. Wann wird er hier sein? Er kommt bald wieder zurück. Warum schickt er euch mit den Geschenken zu mir? Nun, er vertraut mir. So ist das also. Wie sehe ich aus? Kommt her. Eitelkeit ist wirklich unschicklich. Sag doch, gefällt es euch? In der Tat. Werde ich dem Fürsten gefallen? Ja. Dann gilt der Kuss, den ihr jetzt bekommt, dem Fürsten. So viele Söhne, wie eine Kiefer Nadeln hat. Genau, was ich hören wollte. Warum so traurig, Ratmir? Ihr solltet fröhlich sein. Eine schöne Frau, die der Fürst da geheiratet hat. Ja, das ist sie. Ihr solltet auch heiraten, das vertreibt die dunklen Gedanken. Ach ja. Na dann tut es doch. Ach, mir fehlt es dann gar nichts. Ich habe ein Ross, ein gutes Schwert und Feinde dazu. Aha. Ich werde nie heiraten. Warum heiraten, wenn man ein Pferd hat? Beruhigt euch, Ratmir. Wenn ihr nicht gewesen wärt, dann wäre er jetzt tot. Das wäre schlecht für die Feier. Ja, da hast du recht. Seht doch, Fürst, Ratmir sieht verdrießlich aus, weil ich vergeben bin. Das wüsste ich. Wir kennen uns schon eine Ewigkeit. Er ist wie ein Bruder für mich. Lasst uns verschwinden, ja? Ich wäre gern allein mit euch. Ich habe die Gesellschaft hier satt.
Halt! Gäbe es keinen Krieg, hätten wir uns nie getroffen. Wir sind uns bei eurem Feldzug gegen Litauen begegnet. Deutsche von Westen, Mongolen aus dem Süden. Die Bojaren sorgen in Nowgorod für Ärger. Schlechte Zeit, sich zu vermählen. Das können wir nicht ändern. Dieser Moment jedoch, gerade jetzt, der gehört uns ganz allein. Wen haben wir denn da? Sagt, wer seid ihr? Ich bin Svatjaslav, Sohn eines Fürsten aus Torshok. Tataren haben mein ganzes Volk ausgelöscht. Nur ich kam davon. Ja, und seitdem bin ich auf der Flucht. Vorhin hörte ich fröhliches Lachen. Als ein Bär auftauchte, mein Pferd scheute und warf mich ab. Der Bär griff mich an, doch ich hatte nur einen kurzen Dolch. Ich dachte, das wäre mein Ende. Und was meint ihr, Spislav? Hättet ihr den Bären auch mit einem Dolch erlegen können oder nicht? Nein, Fürst, das wäre mir nicht möglich. So ein Bär ist für mich zu stark. Alle Achtung, ihr habt viel Kraft. Ihr könnt bei uns bleiben. Lasst eure Wunden versorgen. Und dann seid mein Gast, unsere Hochzeit. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch uns anschließt. Ich brauche mutige Männer wie euch. Mir blieb keine andere Wahl. Ich bin gar nicht so mutig. Seid nicht so bescheiden. Wir sollten los. Schweden, Hakenberg, Schloss des Königs Erik der Elfte.
Ich hatte Gelegenheit, den Mut, die Tapferkeit und die Stärke der Russen kennenzulernen, die sich selbst orthodox nennen. Es scheint sinnlos, sie bekehren zu wollen. Nur Waffengewalt kann sie unter die Herrschaft der römischen Kirche bringen. Es war weise, die Eroberung des Fürstentums Nowgorod den Schweden zu überlassen. Die ehrgeizigen Ritter König Eriks hatten ohnehin längst ein kriegerisches Auge auf ihre russischen Nachbarn geworfen. Viele Ritter sind auf dem Schlachtfeld gefallen, aber Schweden wird immer wieder Ritter hervorbringen. Das war so und wird auch immer so bleiben. Lasst uns auf meine zukünftigen Enkelsöhne trinken und auf die Gesundheit meiner Tochter, auf meine Tochter. Der Vizelandmeister des Meistertums Livland, Herr Andreas von Welven. Willkommen, Herr Vizelandmeister. In eurer Person begrüße ich unsere deutschen Waffenbrüder. Herr Vizelandmeister, was führt euch nach Schweden? Ich freue mich sehr darauf, den Grund eures Besuches zu erfahren. Gewährt mir die Bitte, Eure Majestät allein sprechen zu dürfen. Nun, Herr von Welven, jetzt könnt ihr frei sprechen. Kein Geheimnis wird je durch die Mauern dieses Raumes nach außen dringen. Erlaubt mir, euch meinen zukünftigen Schwiegersohn vorzustellen. Graf Birger Magnusson. Und seinen Cousin Ulf Fase. Für diese beiden Herren verbürge ich mich. Ihr könnt vor ihnen frei sprechen. Euer Majestät, wir kämpfen für dieselbe Sache, unser Land von dem ketzerischen Abschaum zu befreien. Nun haben wir gehört, dass ihr einen Kreuzzug gegen die russischen Ketzer führen wollt. Ja, in der Tat. Diese Absicht begrüßen wir sehr. Wir planen ebenfalls einen derartigen Kreuzzug, Euer Majestät. Unser Heiliger Orden hat mich nach Nowgorod geschickt. Ich komme direkt von dort. Ich beherrsche die Sprache dieser Ketzer und bin ein wenig mit ihren Gebräuchen vertraut. Meine Begegnung mit Fürst Alexander war aufschlussreich. Er verfügt über einiges Potenzial als unser zukünftiger Feind. Unser Feind? Wenn ich recht informiert bin, ist er sehr jung. Er hat noch keine Erfahrung als Heerführer. Deswegen wird es ein leichter Sieg für uns. Nein, das glaube ich nicht. Ich musste feststellen, dass in diesem jungen Mann mehr steckt, als gemeinhin bekannt ist. Er kämpft wie ein Kreuzritter.
Ich kenne den Fürsten auch und ich glaube nicht, dass unser Sieg leicht sein wird. Sein Vater, Fürst Jaroslav, wäre durchaus auch noch zu berücksichtigen, wenn er sich mit seinem Sohn verbünden sollte. Ich schwöre bei meinen Ahnen, ich werde den jungen Fürsten selbst gefangen nehmen. Es wäre sicher klug, mehr Informationen zusammenzutragen, bevor wir angreifen. Wir benötigen vor allem einen guten Platz zum Lagern. Und darüber hinaus brauchen wir eine detaillierte Karte des Neva-Flusses. Darum habe ich mich bereits gekümmert. Ihr werdet eine Karte des Neva-Flusses von den Bojaren erhalten, die sich seit langem Alexander widersetzen. Schickt eure Leute nach Nowgorod und ich werde ihnen sagen, wie sie diejenigen finden, die bereit sind, unsere Sache zu unterstützen. Hier ist das geheime Zeichen. Die Verschwörer werden den anderen Handschuh besitzen. Ihr seid ebenso umsichtig wie mutig, Herr von Welven. So möge es sein. Fürstentum Nowgorod. Seid ihr ja doch noch. Ich dachte, ihr kämpft nicht mehr, edler Herr. So, hier wäre das Gift, mein Herr. Es ist ganz frisch zubereitet. Wozu braucht ihr es wirklich? Oder habt ihr tatsächlich vor, Ratten damit zu töten? Wird euer Gift sie denn töten? Ein einziger Spritzer davon genügt. Tatsächlich nur ein einziger? Probiert es selbst. Ich soll es selbst probieren? Gut, ich werde es tun. Recht. Ein Spritzer genügt. Seht nur, wie sie lachen. Wir werden sehen, wer zuletzt lacht.
Die Bojaren verneigen sich vor euch, mein Fürst. Möget ihr ein langes Leben haben und möge die Farbe eures Gewandes nie verblassen. Möge euer Schwert nie zerbrechen, euer Pferd nie ermüden und mögen euch eure Diener niemals verraten. Verschwinde! Tja, das Gebet eines einzigen Mannes verbindet uns mit Gott. Und Gottes Liebe für einen einzigen Mann erlöst uns von allen Sünden. Das habe ich euch gelehrt, wisst ihr noch? In der Tat. Und wenn der Mann verliebt ist? Verliebt in wen? Das spielt keine Rolle. Außer für ihn natürlich. Es sei ihm vergönnt. Gott selbst ist die Liebe. Wollt ihr? Nein, ich möchte nicht. Ach, kommt, lasst uns tanzen. Ist nicht danach. Ihr habt doch eine große Auswahl. Ich will aber nur einen, das wisst ihr doch genau. Nun ziert euch nicht. Also gut. Lustiger Kerl. Wirklich ein Hitzkopf, der Radmir. Das ist ein Kerl. Vorhin hätte er fast den Fleischer umgebracht. Ach, warum denn? Der machte sich nur ein bisschen über ihn lustig, das war alles. Meine lieben Schüler. Amüsiert ihr euch, Prinzessin?
Oh ja. Mir bitte hegt kein Groll gegen mich. Es war nicht so gemeint. Wartet, ich muss euch was zeigen. Was quatscht ihr so blöd, ja? Ah, seht nur den Narren. Was denn? Was ist? Was ja nur will. Hier hast du was zu essen, hier! Lasst ihn in Ruhe, ihr müsst ihm auch seinen Spaß gönnen. Gut so. Es erstaunt mich, dass ihr einem Narren Beachtung schenkt. Die geistig Armen sind vor Gott selig, das steht in der Schrift. Die Tataren schnitten ihm die Zunge raus. Wohin geht ihr, Ratten? Die Beine vertreten. Mein Fürst? Ein Weiser hat einmal gesagt, es ist schwer, Freunde zu finden. Noch schwerer ist es, Freunde zu behalten. Auf euch, meine Freunde. Ihr seid meine Hoffnung, ihr seid meine Stütze. Was hat er nur? Bring den Kerl weg! Gib mir den Kuchen. Hier, mein Fürst. Den Narren geht's ja schlecht.
sollten wir schon morgen nach Toropets aufbrechen. Der Narr soll wohl krank sein, Fürst. Wo ist er? Sieht nach einer Vergiftung aus. Ein Wort, die Ritter sollen sich in der Halle versammeln. Wer trank vor dem Fürsten aus der Schale? Alle. Mhm. Und sie wurde zuletzt von wem weitergegeben? Es war der Mundschenk, der sie weitergab. Ich habe mit der Sache nichts zu tun. Gott ist mein Zeuge, Fürst. Ich schwöre es. Glaubt ihm nicht, ihr müsst ihn richten. Und dazu alle anderen Diener. Ganz sicher wird der Giftmischer unter ihnen sein. Wäre auch möglich, dass sie sich verschworen haben. Selbst wenn nur einer von ihnen unschuldig wäre, hätten wir doch nicht das Recht, sie hinzurichten. Er hätte viel früher die Chance gehabt, mich zu vergiften. Warum tat er es nicht? Vielleicht wurde er angestiftet. Rede, Mundschenk, wer gab dir die Schale? Gavrila Oleksij. Und mir. Gab sie der Vojvod? Ich nahm sie von Jakob. Und ich von Radmir. Radmir? Wo ist Radmir? Geht ihn suchen. Er soll sich rechtfertigen. Radmir! 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 Habt ihr ihn gefunden? Nein, Fürst. Vielleicht war der Fleischer betrunken und es war ein Unfall. Das glaube ich nicht. Er wurde ermordet. Es stimmt schon, Radmir war wütend auf den Fleischer, das ist wahr. Trotzdem... Nein, er war's nicht. Niemals.
Er wäre nicht imstande, so etwas zu tun, den Fürsten zu töten. Das ist völlig undenkbar. Es gibt Gerüchte, mein Kind. Ratmir ist in die Prinzessin verliebt. Sogar ein Blinder kann das sehen. Ihr wisst, sie wird Alexanders Gemahlin. Sie will nichts von Ratmir. Warum soll er den Fürsten töten wollen? Vielleicht will er den Thron an sich reißen. Ratmir ist auch von fürstlichem Blute, aber er besitzt kein Land. Er hat niemals ein Fürstentum bekommen, weil er einen älteren Bruder hatte. Ich kenne ihn doch. Er würde niemals die Hand gegen den Fürsten erheben. Aber ihr habt die beiden doch mehr als einmal miteinander streiten sehen. Ein Konkurrenzkampf. Ein Fürst kämpft gegen den anderen und sagt mir eins, warum tötete er den Fleischer? Wer sagt, dass er es war? Keiner hat's gesehen. Svartjoslav hat gesehen, wie sie miteinander stritten. Und das nicht ohne Grund. Der Fleischer hat Ratmir beleidigt. Ihr verteidigt ihn nur, weil ihr in ihn verliebt seid, nicht wahr? Ihr habt ein Auge auf ihn geworfen. Deswegen darf er es nicht gewesen sein. Nun, es... Einer Frau verzeiht man das. Es war nur ein Nachfürst. Ihr solltet euch schlafen legen. Denkt nicht mehr darüber nach. Versteht ihr? Ihr müsst das grübeln lassen. Diesmal wurde ich verschont. Für mich hat sich der Narr geopfert. Sag doch, wem kann ich noch trauen? Wer hat den Fleischer umgebracht? Wer ist es gewesen? War es Ratmir? Oder nicht? Glaubt mir, ihr könnt euch beruhigen. Unserem Herrn sollt ihr danken, er beschützt euch. Und er wird weiter die Hand über euch halten. Ja, das fühle ich. Ich weiß genau, dass Ratmir euch nie verraten würde. Ich habe ihn neulich geküsst als euren Freund. Mein Liebster. Woher wisst ihr? Ich kenne euch gut. Also auch euer Versteck. In der Tat. Ihr müsst fort von hier, Ratmir, so weit weg, wie es geht. Ihr habt den Fleischer getötet, wird behauptet, weil er euch vorher beleidigt haben soll. Sie suchen bereits überall nach euch. Ja.
Und ihr sollt in die Fürstin verliebt sein. Es ist mir egal, ob es stimmt oder nicht. Ich werde euch überall hin folgen. Wir verbergen uns in den Wäldern. Ich werde unsere Kinder bekommen, was immer ihr sagt. Ich werde gehorsam sein. Werdet ihr gegen die Wünsche eures Vaters handeln? Lasst mich euch begleiten. Ihr werdet es nicht bereuen. Ja, Daria, ich glaube euch. Doch ich habe niemanden getötet. Ich laufe nicht einfach weg. Ich bin unschuldig, glaubt mir. Bitte. Alle einflussreichen Leute sind ganz sicher, dass ihr den Fürsten vergiften wolltet. Alexander ist tot? Nicht doch, nein. Aber jeder verdächtigt euch. Ich verstehe. Sie werden niemals glauben, dass ihr es nicht gewesen seid! Der Bischof von Riga, eingesetzt von seiner Heiligkeit, sendet euch seine herzlichsten Grüße. Das ist die übliche Begrüßung. Einfach erwidern. Meine herzlichen Grüße auch an ihn. Ich bitte euch, nehmt diese Niederschrift über die außerordentlich ruhmreichen Kreuzzüge unserer Ritterschaft zum Geschenk an Fürst Alexander. Seine Exzellenz hofft, dass ihr vergangene Unstimmigkeiten vergesst und die Umarmung der einzig wahren Kirche erwidert. Dass ihr eure Seele unserem Glauben zuwendet und damit euren Untertanen ein Beispiel gebt. Kommt nicht zum ersten Mal mit diesem Ansinnen. Was soll an unserem Glauben falsch sein? Das Volk ist sehr zufrieden damit. Der Westen mag tun, was in Rom verkündet wird. Aber Rom ist sehr weit weg von hier. Die Hinwendung zu dem wahren Glauben wäre vorteilhaft für euch. Ihr würdet König von Novgorod werden und eure Heiligkeit würde, wenn nötig, seine Armee schicken, um euch die Tataren zu unterstützen. Die Tataren sind unsere Feinde. Aber sie zwingen uns nicht ihren Glauben auf. Denkt darüber nach. Denkt gründlich nach. Als leuchtendes Beispiel möge euch vielleicht Jaroslav Wladimirowitsch dienen, der Fürst von Pskow. Er hat bereits unseren Glauben angenommen. Jaroslav ist ein Feind meines Vaters. Ein Verräter. Das russische Volk hat er verraten. Ein Beispiel für mich, das glaubt ihr nicht im Ernst. Rat mir, er ist wieder da. Ich will ganz ehrlich sein. Wir nehmen euren Glauben nicht an. Richtet dies bitte euren Bischof aus. Wir sind von unserem eigenen Glauben erfüllt und brauchen keinen anderen. Ihr dürft euch jetzt entfernen. Des Weiteren dürft ihr Novgorod umgehend verlassen. Wo ist er? Auf dem Pergang. Ich habe mir gedacht, ich stelle ihn zur Sicherheit unter Bewachung. Zwei Mann passen auf ihn auf. Man kann ja nie wissen. Deine Wache könnte Radmir aufhalten. Mein Fürst, der Schmied, hat sich wieder mit Roman getroffen. Ah, etwas hat die Ratten aufgescheucht. Kümmert euch bitte darum, aber lasst auch die Mönche nicht aus den Augen. Aber wie soll ich ist denn... Ist mir egal. Wo habt ihr so lange gesteckt? Ich habe euch überall suchen lassen. Nun, ich war pinkeln, euer Fürst. Die ganze Nacht? Warum musste der Fleischer sterben? Ich habe ihn nicht getötet. Noch etwas. Ihr sollt meiner Frau schöne Augen gemacht haben. Einst wart ihr mein Freund. Ich habe keinem so wie euch vertraut. Das könnt ihr immer noch, Alexander. Nein, das ist wohl vorbei.
In die Grube soll er. Und macht euch gleich auf die Suche. Nach Polochanin. Und dann erwartet weitere Befehle. Radmir. Es tut mir leid. Wir haben die Karte gezeichnet, wie der Ritter es verlangte. Alle gefährlichen Stellen der Neva wurden gekennzeichnet. Ebenfalls wurde ein günstig und versteckt gelegener Lagerplatz eingezeichnet. Er liegt an der Isora-Mündung. Mhm. Sagt euren Waffenbrüdern, dass wir sie dort erwarten. Wenn das Signal wie vereinbart ertönt, ertönt auch für unsere Männer das Signal. Ich verbürge mich natürlich nicht für jeden, aber meine Leute werden mir folgen. Und das wird auch für die anderen gelten. Viele Gemeine werden ihren Bojaren folgen. Das werden sie sicher. Und dann versucht sie aufzuhalten. Wir wünschen uns vor allem so zu leben wie ihr im Westen. Sollte Fürst Alexander noch leben, werden wir ihm die Gefolgschaft verweigern. Es kam schon vor, dass ein Fürst aus Novgorod gejagt wurde. Fürst, ihr seid es. Eine Karte habt ihr gezeichnet, Verräter. Wen erwartet ihr so sehnsüchtig? Und wann? Hat's euch die Sprache verschlagen? Was ist, redet? Was soll das sein? Das geheime Zeichen. Sie müssen mir genauso einen vorzeigen. Ah, jetzt verstehe ich. Die Mönche sollten den Plan erhalten. Das sollten sie. Und wer hat ihn gezeichnet? Ich und Boja Bodkov. Gott ist mein Welcher Zeuge. Welcher Gott? Ihr habt keinen Gott. Ihr habt ihn verkauft, ein für allemal. Glaubensfragen sollten wir jetzt nicht erörtern. Mein Glauben gehört dem, der das Beste für meine Nachfahren tut, mein Fürst. Die Schweden sind vielleicht genau das, was wir jetzt brauchen. Was ihr braucht, wolltet ihr wohl sagen, Roman. Es ist mir sehr wohl bewusst, dass ihr mich töten werdet. Ich bitte euch nur, verschont meine Kinder. Ein Verräter verdient keine Gnade. Aber ich schenke euch das Leben, wenn ihr mir einen Dienst erweist. Die Mönche kommen. Gebt ihnen die Karte und kein Wort verstanden. Hier nehmt. Diese Karte haben wir nach den Wünschen des Ritters angefertigt. Wir haben sämtliche Stromschnellen der Neva eingezeichnet, die Untiefen auch und die besten Lagerplätze. Der Heilige Orden setzt Vertrauen in euch, Boja. Und denkt daran, dass nur in den Armen der einzig wahren Kirche eure Seele gerettet werden kann. Der Boja Roman. Es darf nicht sein, dass er uns entwischt. Wartet. Das war unklug. Eine Ratte weniger auf der Welt. Wenn ihr alle Ratten tötet, werden wir die Wahrheit nie erfahren. Ich will die haben, die die Ratten auf uns setzen. Warum habt ihr den Mönchen die Karte überlassen? Jetzt erfahren die Schweden, wo sie anlegen können. Allerdings, aber nun wissen wir, dass sie es wissen.
Seht nur, Fürst. Diese Pfeilspitze wurde in der Hand des toten Fleischers gefunden. Er hatte vorher den Bären zerlegt. Wir fanden sie, als wir ihn begruben. Jetzt verstehe ich, warum der Narr sich so aufgeführt hat. Svartjoslav ist also nicht allein gewesen. Ja, natürlich, ihm muss geholfen worden sein. Es wäre unmöglich gewesen, einen Bären von dieser Größe mit einem winzigen Dolch zu erlegen. Svartjoslav hat uns belogen. Aber warum tat er das? Warum nur? Ja, ich weiß. Vielleicht schicken wir jemanden nach Torschok, um herauszubekommen, wer dieser Svartjoslav wirklich ist. Er ist schon unterwegs. Was? Ist er vertrauenswürdig? Ihr wisst, es hängt einiges davon ab. Der vertrauenswürdigste von allen. Er greift Svartjoslav. Er kommt in die Grube. Was soll mit Radmir geschehen? Er bleibt vorläufig, wo er zurzeit ist. Nun hört, armselige Gestalten, Cornelius kommt euch zu unterhalten. In dieser Schenke tanzt er und singt, wenn ihr ihm geistige Getränke bringt. Hat schon recht, Herr Karl. Was will denn, Herr Kerl? Ich möchte in Ruhe meinen Wodka trinken und mir keinen Dönnerstil Flasche anhören. Wer ist das überhaupt? Kennt den vielleicht jemand? Was? Still da hinten! Ha! Leute von Novgorod, hört her! Der Fürst macht euch die Taschen leer! Ha! Die Rubelchen nimmt er dir weg! Ha! Und Widerstand gebricht sein Zweck! Zwei Bojaren sind verschwunden. Ihr Leute habt's gar schnell verwunden. Und zum warmen Überwintern? Kriegt ihr ihm alle in den Hintern. Nur ein Fremdling hört mir zu. Bringt den Reichtum her im Nu. Hey! Es gibt kein Ungeziefer mehr. Ich weiß. Eine saubere Stadt, was wollt ihr mehr? Das erzählt doch selber nicht, was er da erzählt. Ein Wahrsager hat's mir verraten. So ein Quatsch. Ein weiser Mann, der in die Zukunft sehen konnte. Er sagte, es sei höchste Zeit für uns. Er sagte, es wird kein Novgorod mehr geben unter Alexander. Hunger und Tod kommt über uns. Wenn wir nicht schnell etwas tun. Der Fürst muss unbedingt vertrieben werden. Jagt ihn fort. Ihr da. Kommt zu mir. Jetzt machen Sie dich einen Kopf kürzer. Wart's ab. Ich möchte nicht in seiner Haut stecken. Ganz und gar nicht. Das hat er auch nicht anders verdient. Fürst Alexander so zu beleidigen. Darauf trinken wir noch ein Wort. Auf unseren Fürsten. Auf unseren Fürsten. Auf unseren guten Fürsten. Ja. Nastrovje. Auf diesen armen Kerl. Das habt ihr wohl verloren. Ein Wahrsager hat's euch verraten? Wie hieß denn der Wahrsager? Nun, das darf ich leider nicht verraten. Seid ihr sicher, dass er ein Wahrsager war? Ja, das war er. Da bin ich sicher. Die Zunge soll mir abfallen, wenn's nicht wahr ist. Ah, er konnte in die Zukunft sehen. Was hat er euch vorausgesagt? Er meinte, ich würde...
Was würde dir? Nun, ich würde ein glückliches, langes Leben führen. Tja, mein lieber Freund, da wird er sich wohl getäuscht haben. Voivode, wo ist der Sänger? Sag doch! Er wollte noch woanders singen. Ich soll euch von ihm ausrichten, das von dem Fürsten war ein Märchen. Und frei erfunden. Eine verdammte Lüge! Eine wichtige Nachricht, Fürst Alexander. Sprecht, Daria. Ich bin in dem Lager in der Nähe von Torschok gewesen. Dort hat niemand je von diesem Svatoslav gehört. Auch sein angeblicher Vater ist niemals dort gewesen. Tretet vor. Was sagt ihr dazu, Svatoslav? Ich weiß nicht, wen sie über mich in diesem Lager befragt hat. Vielleicht aus einer meiner Feinde. Brachtet ihr den Fleischer um? Ja. Wieso hätte ich ihn umbringen sollen? Sie will Ratmirs Leben retten, deswegen beschuldigt sie mich. Zeigt sie ihm. Was ist das? Was denkt ihr? Diese Fleischpilze hat der Fleischer an dem Bären gefunden. Ihr habt gesagt, ihr hättet ihn mit dem Dolch erlegt. Wer seid ihr und wer schickte euch, den Fürsten zu vergiften? Ich habe den Fleischer nicht getötet. Und ich kam nicht, euch zu vergiften. Verleumdung, nichts weiter. Ich frage euch, mein Fürst, wo sind die Beweise? Schafft den Kerl fort. Jetzt bindet ihn los. Verzeiht, Ratmir. Euch wurde Unrecht getan. Das war eine böse Erfahrung, in der Tat. Euer Urteil war ungerecht und voreilig. Unsere Kindheit ist vorbei. Die Feinde sind überall. Es werden mehr und mehr. Und Freunde habt ihr immer weniger. Wir sollten von hier fortgehen. Ihr wart sein Freund. Daran wird man denken, wenn er verjagt wird. Sie werden euch zur Verantwortung ziehen. Ihr habt nichts Gutes zu erwarten. Ist das so? Aber der Fürst hat euch nicht geglaubt. Tut ein Freund so etwas? Er lässt euch ohne zu zögern in die Grube werfen. Ich beschwöre euch, hört auf mich. Alle müssen es tun. Ihr seid nicht der Einzige, der Tribut zahlt. Das mag sein, aber ich werde nicht bezahlen. Batu Khan ist verärgert. Warum sollte er verärgert sein? Ich habe mein Schwert nicht gegen ihn erhoben. Batu Khan hat Riazan erobert.
Suzdal erobert. Moskau erobert. Rostow erobert. Wladimir erobert. Ja, ich weiß. Er hat die halbe Welt erobert. Trotzdem meint ihr, euer Novgorod kann ihn schlagen? So Gott will. Novgorod kann einfach kein Tribut sein, wenn der Feind gegen uns rüstet. Welcher Feind? Nun, Batukan weiß genau, welcher Feind. Er ist ihm auch keineswegs freundlich gesinnt. Sagt Batukan, er ist der Feind, um den sich Fürst Alexander zuerst kümmern sollte. Dann verhandeln wir. Aber jetzt esst und trinkt. Ihr seid mein Gast. Es soll euch an nichts fehlen. Trinken wir auf unsere Völker. Ich verspreche euch, Fürst. Ich werde Batukan eure Situation klar machen. Sagt ihm, dass Novgorod Krieg mit den Schweden führt. Wir können nicht Tribut zahlen und Krieg führen. Ich erkläre es ihm. Keine Sorge. Solltet ihr unterliegen, wird es mich den Kopf kosten. Ja, das ist absolut sicher. Denn die Schweden, sollten sie euch besiegen, werden den Teufel tun und Tribut zahlen. Ich verspreche euch, wir werden alles für euren Kopf tun. Was soll das? Eine Revolte, Fürst. Die Bojaren haben Svatoslav befreit. Ruft sie in den Thronsaal. Was habt ihr getan? Ihr habt das Gesetz gebrochen und einen Feind befreit. Er ist kein Feind. Das ist Dimitri, Sohn des Fürsten Jaroslav Wladimirovich. Euer Vater warf seinen Vater in den Kerker. Ihr tatet mit dem Sohn das Gleiche. Jetzt verstehe ich, wovon ihr redet. Nur habt ihr dabei etwas Wesentliches vergessen, hm? Sein Vater hatte sich damals mit den Schweden verbündet, wenn ihr euch erinnert. Und ihr verkehrt mit den Tataren. Sind Schweden schlimmer als Tataren? Wir kennen keine Sippenhaft. Er wollte mich vergiften, das reicht. Das ist noch längst nicht bewiesen. Ihr nehmt das Gesetz in eure eigenen Hände. Ihr habt zwei geachtete Bojaren getötet. Ihr habt wohl gedacht, das würde euch nachgesehen werden. Ihr tragt die Verantwortung. Wir werden beweisen, dass ihr schuldig seid. Novgorod ist eine freie Stadt. Wenn die Bürger so entscheiden, begleiten wir euch zum Stadttor. Wenn so entschieden wird, gehe ich ohne zu zögern. Beruft eine Bürgerversammlung ein. Schweden, Schloss Hackenberg. Ich schwöre, den einzig wahren Glauben, Witwen, Waisen und alle Unterdrückten mit meinem Leben zu schützen. Hiermit schlage ich euch, Dimitri. Am heutigen Tag
Im Namen Gottes, St. Michaels und St. Georgs zum Retter. Vater, man hat mich zum Ritter geschlagen. Du wirst nur Diener eines Ritters sein. Das wird doch nicht immer so sein. Nichts ist für immer auf dieser Welt. Wisse jedoch, dass du für sie immer nur ein Diener sein wirst und sonst nichts. Ich bin jahrelang dem Orden treu gewesen. Und was habe ich davon? Sag, was habe ich dir hinterlassen? Vor allem euren Hass, mein Vater. Nun, das ist doch wenigstens etwas. Alexanders Vater nahm mir das Fürstentum Squo. Er ließ mich in sein finsterstes Verlies werfen und dort verrotten. Ein pures Wunder, dass ich das überlebte. Aber du könntest vielleicht eines Tages der würdige Fürst eines Fürstentums namens Novgorod sein. Mein Sohn ist ein Fürst. Davon träume ich seit Jahren. Aber es ist mir nicht gelungen, Alexander für eure Demütigung umzubringen. Aber eins weiß ich. Wir kehren nach Novgorod zurück. Dann werde ich dort Fürst und ihr werdet wieder Fürst von Skov. Russen mögen die Tataren nicht, Vater. Die Schweden sind nur Lückenbüßer. Die Tataren werden wir mit Hilfe des Ordens schlagen. Ich wollte früher immer dasselbe wie du. Die Macht um jeden Preis, weißt du? Und was habe ich mir eingehandelt? Graues Haar, keine Macht und ich bin ein Verräter. Ja, ich habe unseren Glauben verraten. In Schweden bin ich. Ich kann euch eines versprechen. Ein würdiges Leben nach unserem Sieg, Vater. Wirklich, ganz hervorragend. Eine sehr geeignete Stelle für unseren Lagerplatz. Wir werden dort auf die Verstärkung warten und dann gegen Novgorod ziehen. Warum so bedrückt, Ritter Dimitri? Alles läuft nach Plan. Schon bald setzen wir uns in Marsch. Ihr werdet euer Fürstentum bald in Besitz nehmen. Seht her. Die Baltische See. Und hier, wo die Izora in die Neva mündet, wird der erste Außenposten errichtet. Wir werden diesen Stützpunkt befestigen und werden dann am Fluss entlang marschieren, etwa bis hierher. Ich habe alles sehr genau geplant. Der Ladoga-See
Dort befindet sich die Festung, die wir unbedingt nehmen müssen. Von dort ist die Straße nach Nowgorod frei. Wir haben uns 2 Jahre lang vorbereitet. Jetzt ist die Zeit gekommen, die Ketzer werden zermalmt oder bekehrt. Unser ist der Sieg. Ja, das glaube ich auch. Vor allem dann, wenn ihre Brüder mich als gleichwertig akzeptieren. Sie alle meiden mich, als ob ich die Pest hätte. Respekt muss man sich verdienen. Wenn wir Nowgorod erobert haben und Fürst Alexander tot ist, machen wir euch zum Fürsten. Eure Macht wird sehr groß sein. Euer Volk wird euch respektieren. Grollt nicht unseren Rittern. Die sind aus einem anderen Holz. Was wollt ihr damit sagen? Das würdet ihr kaum verstehen können. Fürstentum Nowgorod, Fluss Neva. Ihr zeigt mir hier schon endlos Wache, Pelgusius. Doch keiner könnte unbemerkt hier an uns vorbei. Oh, ich habe die Ohren eines Luchses, oder wie der heißt. Oh, sieh doch. Was ist das? Nachgeben. Und ich habe eigentlich keinen Grund, ihm nicht zu vertrauen. Ehrlich gesagt, er hat immer richtig entschieden. Ganz genau, er hat immer viel. Unser Schaden. Die Bojan werden sich durchsetzen. Mit Sicherheit werden die Bojan sich durchsetzen. Ja, Reiche regieren die Welt. Ja. Ihr wolltet ein Bündnis mit den Schweden. Der Verrat am Glauben unserer Väter wird Reichtum und Sicherheit nach Nowgorod bringen, habt ihr gedacht. Dass unsere Handelsbeziehungen davon profitieren würden. Dachtet ihr, der Orden hilft uns aus Nächstenliebe, ihr Dummköpfe? Das ist naiv. Wo sind die Bojaren Roman Kulik und Alexei Bodkov? Das sind geachtete Bürger Nowgorod. Ich kenne euch genau, ohne Gerichtsurteil. Lasst ihn sprechen. Einfach umgebracht. Die Hinweise waren eindeutig. Die beiden wollten uns verraten. Für die Schweden haben sie eine Karte gezeichnet. So können sie Nowgorod leichter angreifen. Das ist gelogen, das ist nicht wahr. Das könnt ihr nicht beweisen. Die Schweden wollen nur mit uns handeln. Die Tataren sind unsere wahren Feinde. Und ihr verkehrt mit ihnen. Ich höre, ist der neue Fürst schon gefunden, Dmitri. Er betet sicher schon auf die römische Art. Er wird euch mit Feuer und Schwert bekehren, Leute. Woher wisst ihr ja, das? Ja, woher? Das könnt ihr gar nicht wissen. Vielleicht wird er es tun, vielleicht auch nicht. Vielleicht mit Feuer und Schwert. Vielleicht mit Honig und Milch. Ja. Ich will keine Lügen hören. Wir werden uns nicht ins Boxhorn jagen lassen. Ja, das wird nicht mehr gefallen. Wir wollen keine Lügen mehr hören. Jawohl. Er soll beweisen, was er behauptet. Unsere Großväter haben den byzantinischen Glauben gewählt. Unsere heiligen Väter haben ihn in ganz Russland verkündet. Wir brauchen keinen anderen Glauben, Leute. Ja, wir wollen um Gottes Willen das. Ich kann glauben, was ich möchte. Lass den Patriarchen reden. Und viele werden sterben. Man kann sich in Glaubensdingen niemals sicher sein. Wer weiß denn, wer zuerst im Paradies sein wird? Papst Gregor! Oder unsere ehrwürdigen Vorfahren? Der Papst will Russland schwächen und wird uns niemals zu Hilfe kommen.
Sagt Alexander, wollt ihr Krieg führen um jeden wir Preis? Wir brauchen die Schweden als Handelspartner, nicht als Gegner auf dem Schlachtfeld. Die gehörnten Fürst, sie kommen den Fluss herauf. Ihr werdet es verkünden. Die Waräger, riesige gehörnte Ritter, auf Schiffen. Was er bei dem Nebel und die haben vorne Tierköpfe. Unmöglich, die Schweden sein. So denkt man nach. Nie. Die Schiffe haben vorne Tierköpfe und die Männer haben Schwerter. Von Tierköpfen zu faseln, habt ihr sowas zuvor noch nie gesehen? Im Wirtshaus gibt's Schafsköpfe in Massen. Mein Fürst, ich kann glauben, was ich möchte. Diese Langboote kamen direkt auf uns zu. Wie viele? Ich weiß nicht, wie viele. Der Nebel war so dicht, vielleicht 8. Der alte Pegasus ist noch da und beobachtet sie. Ich kam so schnell, wie ich konnte, hierher, um euch zu warnen, Fürst. Wo sind sie jetzt? Ganz in der Nähe, Fürst. Ihr reitet zurück, richtet Pelgusius aus. Er soll sich mit unseren Langbooten auf dem Ladoga-See bereithalten. Ein Becher Wasser, wenn ich darf. Dann breche ich auf. So, genug geschwatzt, Leute. Glück gehabt. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Mischa, auf ein Wort. Bringt so viele zusammen, wie ihr könnt. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Mein Fürst, wir sollten nicht übereilt handeln. Es wäre klug, Fürst Jaroslav Achislavovich um Hilfe zu bitten, meint ihr nicht? Nicht so klug, wie ihr denkt. Ehe mein Vater seine Männer zusammen hat, werden die Schweden schon hier sein. Nun, das habt ihr wohl nicht bedacht, Gavrila. Doch, das hab ich. Man hat mich gedrängt, euch das zu sagen. Und wer tut sowas? Nun, die Bojaren, die auf unserer Seite sind. Man hat mich gebeten, euch zu sagen, beginnt jetzt keinen Krieg. Wir müssen zu einem Frieden mit den Schweden und den Deutschen kommen. Wenn ihr aber einen Krieg führt, dann müsst ihr ihn gewinnen. Wenn ihr ihn verliert, setzt ihr nie wieder einen Fuß in diese Stadt. Mein Gott, er ist noch ein Junge. Wir werden die Schweden niemals schlagen. Das sind keine Rotzlöffel mit Schleudern. Ein Junge, ja. Aber mutig, wisst ihr noch, wie er und Jaroslav den Feind aus Amfosch vertrieben haben? Und der Marsch nach Dochbad, ihr wart dabei. Sein Vater hat ihn beschützt. Tja, natürlich hat er das. Der Junge war gerade 14 Jahre, wenn ihr euch erinnert. Ja und? Jetzt ist er immerhin 20. Was wollt ihr eigentlich? Wollt ihr... mich beleidigen, Gavrila. Wir werden sie niemals schlagen. Meint ihr das wirklich ernst? Was er weiß, weiß er von mir. Niemals schlagen. Es muss ihm gelingen. Diesmal gilt es. Er muss erfolgreich sein. Das Flehen deines unwürdigen Dieners. Ich bitte dich, hilf uns in dieser Schlacht, die uns aufgezwungen wurde. Ich weiß, Krieg und Gewalt sind Dinge, die du uns verboten hast. Aber manchmal ist es nötig, Gewalt anzuwenden, um den Frieden für lange Zeit zu sichern. So erhöre mein Gebet. Sei mit uns. Verleihe uns den Sieg gegen unsere Feinde. Ich bitte dich, allmächtiger Gott, führe mein Schwert. Sie weint des Nachts, dass ihr die Tränen über die Wangen laufen.
Es ist niemand unter all ihren Freunden, der sie tröstet. Sei mit uns allmächtig. Es ist niemand unter all ihren Freunden, der sie tröstet. Amen. Bitte erhöre mich, Allmächtiger. Bitte erhöre mich, Allmächtiger. Bitte erhöre mich. Allmächtiger Gott, groß und gerecht, Ruhm sei dir, ewiger Gott, der Himmel und Menschen erschuf und die Grenzen zwischen den Völkern bestimmte. Du befahlst einst, dass wir die Grenzen beachten sollen. Mutter Gottes, ewig gesegnet und jungfräulich. Ich flehe dich an, schütze meinen Gatten Alexander vor dem Tode. Schütze auch diese Stadt und alle Städte der christlichen Länder vor ihren Feinden. Und rette unsere Seelen in deiner unendlichen Gnade. Mein Fürst. Hab Dank, Väterchen, für die Wachsamkeit. Ich muss euch was sagen, Fürst. Sind es viele Schweden? Ja, das auch. Es geht um etwas anderes. Letzte Nacht hielt ich Wache. Und am Morgen war es neblig. Nebel war über dem Fluss. Aber durch den Dunst habe ich ganz deutlich in einem der Langboote etwas gesehen. Es waren die zwei Märtyrer, Boris und Gleb. Ich schwöre bei Gott. Was ist noch passiert? Sie standen da in purpurnen Gewändern. Und Boris sagte, Bruder Gleb, bitte treib die Ruderer an. Wir müssen uns sputen. Wir wollen unserem Verwandten Alexander helfen. Ein Zeichen Gottes. Ihr solltet das für euch behalten. Aber warum denn? Es war ein Wunder. Ich habe mir das nicht eingebildet. Wirklich nicht. Die Leute werden mir glauben. Sie werden mir Mut zeigen. Versteht ihr nicht? Ein gutes Omen. Ich habe es auch schon weiter erzählt. Ein Fehler. Sie sind nicht mehr wachsam, wenn Sie das hören. Der Feind ist stark. Wir können uns nicht auf Visionen verlassen. Fürst, wartet! Ihr hattet recht. Die Schweden lagern dort, wo ihr es voraussagtet. Und von dort ziehen sie direkt gegen Novgorod. Juli, Jahr 1240. Das Gesinde.
Was ist da los? Los, Männer, aufsehen! Hey, mach sie fertig! Wenn nicht, dann sie! Thank you.
haltet ihr? In dieser Schlacht erwiesen sich die Russen als zu allem entschlossene Kämpfer. Es zeigte sich, dass Fürst Alexander nicht nur mutig, sondern auch klug war. Die Schweden wurden geschlagen. Gott bestrafte uns für unsere Unachtsamkeit. Der Orden musste sich nun auf seine Entscheidungsschlacht vorbereiten. Dieses Mal durfte er sich nicht auf die Schwerter anderer verlassen.